Ja, hallo, ich bin mal wieder auf ein kleines Problem gestoßen, und zwar ging mein Akkurasenmäher nicht mal richtig an. Das heißt, er hat sogar gestartet, das heißt, eine Viertelstundentraining gemacht und dann hat er ein bisschen rumgezittert. Also, da gab es wohl irgendwie Probleme mit der Stromübertragung oder irgendwas. Und ja, generell habe ich mir den dann mal angeschaut, bevor man dran rumbastelt. Natürlich einfach mal die Leitungen anschauen, ob da alles in Ordnung ist. Den Akku anschauen, das sollte natürlich aufgeladen sein. Und hier ist auch so eine kleine Fehlerquelle, wo die Kontakte sind, dass sich das sehr schnell Dreck ansammelt oder ein bisschen Flugrost oder Laub. Da auf jeden Fall mal ein bisschen sauber machen. Und das natürlich für die Platine unten, wo man den drauf schiebt, genauso. Ich habe mal hier oben den Deckel geöffnet, also die Schrauben aufgemacht. Und ich habe dann hier mal die Steckkontakte kontrolliert, hier genauso. Die Kabel kontrolliert. Und auch hier nochmal ein bisschen sauber gemacht. Und mir ist auf jeden Fall gleich aufgefallen, dass hier drinnen der Raum komplett voll war mit Gras, also mit getrocknetem Gras. Und das ist natürlich nicht sonderlich gut. Ich habe das Ding dann sauber gemacht, ein bisschen ausgeblasen. Und danach ging es dann tatsächlich auch wieder. Also das war wirklich die Fehlerursache, einfach nur der Dreck hier drin. Das Problem ist, dass unten natürlich die Lüftungsgitter sind. Und da dementsprechend kommt natürlich auch Dreck rein, das war wirklich halb voll. Und ich habe das dann sauber gemacht, ein bisschen abgewischt, die Kontakte hier hinten auch noch mal kontrolliert. Und danach muss ich wirklich sagen, seitdem geht er wieder einwandfrei. Also wirklich mal schauen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass hier auch hier überall ein paar blanke Kontakte sind, also Wildstellen. Und wenn da natürlich sehr viel Dreck dazwischen drin ist, kann natürlich auch schnell irgendwo ein gewisser Fehlerstrom entstehen und dementsprechend dann auch das Gerät rumspinnen. Gut, das war eigentlich schon die Lösung des Problems. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, vorher immer stromlos machen und dann sollte die ganze Sache wieder funktionieren.